Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Among the Sleep. Das ist ein, weiß ich gerade genau, irgendwas mit Grusel. Irgendwas mit Horror. Irgendwas mit einem zweijährigen Kind. Warum habe ich es, wenn ich nicht weiß, was das ist? Es war in einem Humble-Bumble-Gedönsel-Pack. Und ganz oft, ich mag das einfach. Das ist so ein Wundertütending für mich, ja. Das kostet ja nie viel Geld. Das bin ich auch bereit, gern in den Hut zu werfen. Ist ja noch zudem für einen guten Zweck. Gehe ich zumindest von aus, hoffe ich mal. Wie auch immer, ich bekomme eine Wundertüte voll Spiele, die in der Regel mir nichts sagen, die Namen. Ich im Allgemeinen auch überhaupt keine Böcke habe, mich da vorher zu informieren. Ist für mich irgendwo nur ein bisschen Spoiler. Ich finde es irgendwie witzig, in ein Spiel zu gehen, ohne zu ahnen, ohne wirklich zu wissen, was das für ein Spiel überhaupt ist. Und lass mich da eigentlich gerne überraschen. Mag sein, dass ich da ein bisschen bekloppt bin, aber ja. Ist halt so. Gut, also, keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Ich habe nur irgendwie mitgekriegt, ich habe den Jungs vom Clan so erzählt, hey, neues Humble-Gedönsel. Und, ja, was ist denn dabei? Und habe so einen Namen vorgelesen und die meisten so Schulterzucken im Sinne von, was man halt im Teamspeak so mit Schulterzucken bringen kann. Also keinerlei Antwort, also dieses ratlose Schweigen. Aber ein oder zwei, denen sagten ein oder zwei Titel davon was. Und der eine meinte nur so, hey, das wird nichts für dich sein, das ist so ein Horrorzeugs. Irgendwas mit einem Kind. Ja gut, ich muss echt zugeben, ich bin jetzt nicht so der Horrorfan. Weder so was Filme angeht, noch was Spiele angeht. Bei Horror, das regt mich immer so auf. Diese Dummheit, die die mir zeigen. Wenn ich ein böses Bauchgefühl hätte von wegen dunkle Villa im Sturm und irgendwie, weiß auch nicht, dann würde ich nicht da irgendwie einfach dumm reinstolpern und am besten noch zu den wenigen Kleidern sagen, komm, wir trennen uns, komm, wir teilen uns jetzt noch auf. Nein, natürlich nicht. Ich würde sagen, wir bilden einen Kreis, jeder guckt in eine Richtung nach außen, wir bewaffnen uns möglichst und wir bleiben zusammen und wir gehen nur dahin, wo Licht ist und wir organisieren uns jetzt Licht und keine Ahnung was. Nee, aber das ist immer so, dass man regt sich so auf. Ha? Kann sein, dass manche Leute davor hocken und freuen sich wie Schneekönig, ich bin so gefressen. Aber mich ärgert das, weil ich halt einfach viel zu sehr dafür Militär bin, weil ich immer denke so, nein, okay, bringt sie um, die sind viel zu dumm zum Leben, ja, nehmt sie aus dem menschlichen Genom raus. Wer sich so verhält, das ist dann völlig in Ordnung. Nee, also das geht nicht. Also deshalb kann ich mit Horror nur dann, wenn das ein Horror ist, der irgendwie klug ist und irgendwie Chancen einräumt, dass die Protagonisten da wirklich eine Chance eingeräumt bekommen, dass sie das packen und nicht einfach nur Kanonenfutter-Protagonisten. Sowas wie zum Beispiel The Walking Dead. Zumal The Walking Dead auch überhaupt nicht wirklich Horror ist, finde ich dann eher ein ziemlich interessantes, so ein sehr interessantes, wie würde es mit der menschlichen Gesellschaft weitergehen nach einem katastrophalen Zusammenbruch. In dem Fall haben sie halt eine Zombie-Kalypse genommen. So, und bei Spielen muss ich halt auch sagen, es ist okay für mich, wenn ich bewaffnet sein kann. Wenn jetzt aber irgendwie so ein, ich habe nur 5 Patronen und einen Ast oder so oder gar nichts, muss die ganze Zeit irgendwie schleicht er nur rum und ich wäre erschreckt oder so, das ist ja nichts für mich. Ich hatte ja letztens irgendwie mal so ein Freeware-Spiel gezeigt, das basierte als Mod auf irgendwie, ich weiß gar nicht, auf Unreal oder so. Nee, Unreal nicht, auf Half-Life. Half-Life-Mod war das, glaube ich. Das war nichts für mich, das war einfach nur so, man wird halt irgendwie von der Atmosphäre und allem so ein bisschen eingeschüchtert und Grusel, aber man kann nicht wirklich irgendwas machen, man ist nicht bewaffnet. Oder was hatte ich auch die Tage hier, Alan Wake's American Nightmare. Das war für mich okay, weil da kein großer Mangel an Waffen und Munition war. Da war die Atmosphäre zwar extrem gruselig, fand ich, also wirklich sehr cool gemacht, aber ich hatte die Möglichkeit, aufgrund meiner Bewaffnung meine Gegner niederzustrecken. Dann ist das für mich in Ordnung. Ne? So, ich bin mal gespannt, was das jetzt ist. Vielleicht hat man mir auch Blödsinn erzählt, das ist überhaupt kein Horror und ich habe hier mir einen Wolf abgelabert und hier geht es irgendwie darum, den Kindergarten zu managen oder so. Aber Among the Sleep gibt das irgendwie nicht her, gell, der Titel, gell? So, Space to Climb, where they must move, cross, click and track to interact. Ja, ist in Ordnung. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ich drück mal irgendwelche Tasten. Keine Ahnung. Ah doch, es passiert was. Habe ich vielleicht den Ton zu leise gemacht? Hey, sweetie, did you finish your drink already? Careful, it might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect.
Okay, man ist tatsächlich ein Kind. Ein sehr kleines Kind. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Ah, sehr cool. Gibt so quasi Physik. Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Ich bin ein kleines Mädchen. Here it comes, through the tunnel, choo-choo. I'll be right back. Hier kommt er aus dem Tunnel? In welchem Land sagt man denn zum Kind sowas? Also bei, ich weiß nicht, ich kenne das so, hier kommt der Flieger oder irgendwie so. Eigentlich wollte ich ja Kuchen essen. Oh my, how much cake did you have? Ein Löffel, Alter, ein Löffel. Ein Bier hätte mir eh lieber gewesen. Na gut, ich bin ein kleines Mädchen. Okay, das scheint offensichtlich so eine Art Intro zu sein. Das ist scheinbar die Entwickler. Also ein Kleinkind, Gruselhorrorspiel, das ist aber mal echt faszinierend. Wie läuft das jetzt eigentlich hier? Monster unter dem Bett oder was? Oder Monster im Schrank? Ach ja, übrigens, das ist Unity Engine, habe ich im Vorspann gesehen, da haben sie die Engine erwähnt. Und ich finde, hier das Spiel beweist wieder, dass Unity ja wirklich gut was kann, wenn man sich auch Mühe damit gibt. Ja? Weil manchmal kriege ich vorgeworfen, ich würde auf der Unity rumhacken. Und das stimmt ja gar nicht. Ich hacke auf Entwicklern rum, die sich keine Mühe geben. Und dann sieht das scheiße aus. Und dann heißt es hinterher so, das liegt an der Unity ja eben nicht. Ja, es ist ja keine Mühe geben. Ja. Toll, Kinderknast. Und was soll man denn spielen? Mit dem Geschenk, das immer noch zu ist. Nach einem Löffel Kurre. Was ist das für Erziehung? Super. Nee, also ich will auch gar nicht auf den Entwickler rumhacken, bevor ich jetzt schon wieder irgendwie vorgeworfen bekomme. Nee, ich weiß ja, dass viele kleine Studios nicht das Potenzial oder die Kapazitäten haben, da groß was zum Reißen. Aber ja, ich will nur mal sagen, das ist offensichtlich ein Spiel bis jetzt, was ich gesehen habe, so viel wie die Mami aussieht und so. Die zeigen, was die Unity halt auch kann, gell? Was ist denn dann, um zu kriechen? Ich drücke mal Steuerung. Ah! Stimmt! Sollen wir jetzt einen Ausbruch organisieren? Ja, Kind, das kannst du aber frühstücken, dass es damit klappt. Das klappt ja schon bei hier Fallout 3 am Anfang nicht. Hm? Ich jetzt echt drauf warte, dass sie wiederkommt. Nee,
Steuerung klettert, krabbelt sie doch wieder. Steht sie wieder auf. Ah, mit Leertaste. Jawohl, wir haben doch den Ausbau organisiert. Yay! Ah, okay. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Mungun Jakum. Der nur einen Löffel Kuchen hatte. Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Ich wollte eigentlich Chirurg spielen. Leg dich mal in die Schulter das Messer. Come here. Turn around and cover your eyes. Ah. There. You can look now. Ja, ja. Das war jetzt total schwer. You found it. Hm, das ist Kinderspielzeug von der Mutter, ha? Is that a music box? Does it work? That's a nice melody. Ah, man kann die Schublade komplett rausziehen. Cool, man kann aber in die Schublade hochklettern. Hm. Sieht aus wie ein Babyfon. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Oh! Does it run? How do you start it? Wahrscheinlich auf den roten Knopf. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need someplace very dark. How about your closet? Has to be darker. Shut the doors completely. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared, place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Übrigens, das Brummen, das ihr hört, ist nicht der Teddy, das ist mein Kater, der neben dem Laptop pennt. Ja, toll. Ich drücke immer irgendwelche Tasten.
wenn ich F drücke, dann fängt es an zu leuchten. Ist ja ein witziger Schrank. Geht ja tief rein. Aber ich finde, das ist wieder so ein Horrorspiel, das mir ja nicht gefallen wird, weil das jetzt ein zweijähriges Mädchen ist mit einem Teddy. Man hat also logischerweise keinerlei Waffen. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Das ist ein gruseliges Mobile. Okay, also das Gruseligste, was ich jetzt gesehen habe, war das Mobile. Okay, also irgendwie ist der Teddy weg und das Bett ist umgefallen. Okay, das muss in Amerika spielen, weil deutsche Kinderbette fallen nicht einfach um, wenn man drin liegt. So, mit was bewaffne ich mich jetzt? Bauklötzen, einen Ball. Was kann ich denn zuschlagen? Ein Bauklotz hat wenigstens eine Kante, gell? Q und E to peek around corners. Aha.
Hier ist kein Teddy. Keine Ahnung. Also im Moment kann ich ja nur ganz schlecht erkennen, was überhaupt auf dem Bildschirm ist, aber ich glaube, da ist eine Tür. Okay, die kann man scheinbar nicht aufmachen. Ich krabbel mal wieder, es geht wirklich schneller. Ah, die hat immerhin Kinderschutz. Ja, immerhin. Okay, ich habe zwar bis jetzt nichts Gruseliges gesehen. Aber es ist jetzt auch, gebe ich ehrlich zu, nicht unbedingt mein Spiel. Ja, das ist irgendwie so. Ja, gell. Naja, man muss ja nicht jedes Spiel aus der Wundertüte gefallen. Also wenn ich mir so ein Bundle kaufe, hatte der Clan, Clan-Member wohl recht. Ich finde es hübsch gemacht, aber weiß nicht, das. Also mich reizt das jetzt nicht wirklich, dass ich das jetzt groß weiterspiele. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte so weitergeht, dass ich eine Zweijährige wirklich, oder Zweijährige, auf jeden Fall ein kleines Mädchen halt irgendwie bewaffnen kann. Dementsprechend, weiß nicht. Das läuft hier wieder auf dieses Kindchen-Horror-Kram raus, oder? Dass Kinderlachen irgendwie gruselig ist und Kinder singen irgendwie ein Lied und das finden alle ganz gruselig und ganz schlimm ist das ja bei diesen japanischen Horrorfilmen, wo sie irgendwie die Haare im Gesicht hängen habe, nasse Haare, hier The Ring und sowas. Ach, ich weiß nicht. Also es scheint über diesen Kinder-Horror-Kram zu laufen, irgendwie die Horroratmosphäre. Also ich habe bis jetzt hier noch keine Horroratmosphäre, aber ich finde es wirklich schön gemacht. Also hier das Licht und sowas, wie es hier reinstrahlt. Gut, das Mobile ist gruselig, das gebe ich echt zu. Nö, ist immer nichts drin. Ja, boah. Also ich habe jetzt noch nichts großartig gesehen irgendwie von dem Spiel. Kann jetzt also nur sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr, worum es hier geht von der Story. Ich weiß, wie es aussieht. Aber es reizt mich halt jetzt auch echt nicht wirklich großartig weiterzuspielen. Ich würde eigentlich jetzt ganz gern lieber eine Total War Mod als nächstes dann spielen. Ich will jetzt aber auch den Fans des Spiels, oder Leuten, die das gefällt, jetzt aber auch nicht irgendwie ja, ich meine, es ist in Fact der Games Archiv hier nicht, damit ich hier daran, nein, ich habe auch Spaß daran, aber es geht ja darum, dass halt Leute alle möglichen Spiele gezeigt bekommen und sagen können, okay, das sieht cool aus, das könnte mir gefallen. Und wenn ich dann spiele, nur weil sie mir nicht gefallen, irgendwie immer nach 5 Minuten dann abbrechen, dann, ja, ist nicht mein Ding, dann kann ich es mir eigentlich auch gleich sparen, mir in die Haare schmieren, das ganze Infakt der Games Archiv. Ja, leider, dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch irgendwas Gruseligeres als mein Kater, der sich auf dem Rücken mittlerweile neben meinen Laptop gelegt hat. Vielleicht ist im Schrank irgendwas. Weil, also im Schrank ist natürlich nichts, aber wenn man in den Schrank reingeht, macht die Tür zu, ist ja irgendwie plötzlich voll der Riesenraum da. Weil, wenn ich das richtig sehe, ist ja hier nichts mehr irgendwie zu holen, zu sehen in der Etage. Hier im Kinderzimmer ist nichts, dann ist da der Wäscheraum. Alle anderen Türen sind irgendwie verbarrikadiert. Keine Ahnung, ob die Mutter von dem Kind jetzt irgendwie allein wohnt, ob das irgendwie immer bei denen so aussieht oder ob die im Umzug sind, weil sie wegziehen wollen oder erst eingezogen sind. Aber ich sehe hier auch echt nichts. Hm.
Und da die Treppe runter kann ich nicht, das ist verbarrikadiert, hier zugeschlossen, die Kindersicherungstür. Das sind Feuerlöscher, oder? Was ich schick finde, ist, weil das Kind ja logischerweise nicht lesen kann, ist, man kann keine Buchstaben erkennen. Also hier auf der Waschmaschine oder so, das ist so ein einfach nur so ein Gekritzel, weil das Kind ja damit nichts anfangen kann mit den Zeichen. Dem sagt es ja nichts, irgendwelche Schrift. Das finde ich hier echt cool gemacht. Wobei ich die Sounds hier in der im Waschraum echt schräg finde. Aber seltsam eingerichtet, diese komische Beleuchtung hier. Ich denke, das wohl. Weiß nicht, ich kann ja nicht immer etwas, wenn ich seltsam finde, direkt den Amerikanern in die Schuhe schieben. Sag, ja, das ist so seltsam, das müssen die von den Amis sein. Na, lauf, dann testen wir nochmal den Schrank. Und wenn da auch nichts passiert, dann machen wir jetzt wirklich den Cut. Nö. Ist immer nur Schrank, oder? Sind alle Türen richtig zu? Ja, passiert nichts. Immer noch einfach nur dunkler Schrank. Leerer dunkler Schrank, aller da. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergehen soll hier. Dementsprechend. Ist das jetzt eine Quest für euch? Ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann haut rein. Ja, findet raus, wie es an dieser Stelle weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich suche mir jetzt ein Spiel oder eine Mod, wo ich Armeen kommandieren kann. Keine Zweijährigen oder, keine Ahnung, kleine Kinder. Hat die gesagt, wie alt die wird? Aber für eine Dreijährige ist das noch, ist das zu, alles zu klein. Also dreijährige Mädchen sind schon deutlich weiter. Die laufen nicht mehr in so Kleinkindklamotten, hier so Strampeln rum und schlafen nicht mehr in so Dingern drin. Und eine Einjährige wiederum kann noch nicht so gut laufen und die Welt so wahrnehmen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Oder hatte der Clan-Member gesagt, es geht um ein zweijähriges Kind? Oder einfach nur gesagt, es wäre ein Kleinkind? Ist ja wurscht jetzt. So, wie auch immer, ich weiß jetzt nicht, wie es an der Stelle weitergeht. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie es aussieht, was das für ein Spiel ist. Dementsprechend finde ich, habe ich meine Mission für das Infactor Games Archiv eigentlich soweit auch erfüllt. Ich denke, man kann mir jetzt erstmal nichts mehr vorwerfen. Wir könnten den Stuhl mitnehmen. Da können wir vielleicht doch über das Geländer da vorne drüber klettern an der Treppe. Wobei ich das brutal gefährlich finde, ein kleines Kind. Ah, man kann den Stuhl nicht durch die Tür. Nee, geht nicht. Das hätte ich jetzt auch ein bisschen krass in der Story gefunden. So ein kleines Kind über einen Stuhl, über so ein Ding an einem Treppenschacht. Das bricht dich ja das Genick. Nee, man kriegt den Stuhl auch nicht hier raus. Okay. In meinen Kisten kann man nicht interagieren. Naja, alle da, fort. Ist wie es ist. Obwohl, hat die vielleicht den Schlüssel noch hingesteckt in die Dippe? Nee, wäre auch irgendwie ein bisschen seltsam. Das sind aber keine amerikanischen Steckdosen, oder? Das sind europäische. Ja. Bei den Amis sieht das jedenfalls anders aus. Ey, ist auch egal. Ist ja wurscht, wo es spielt. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.